laut. Warum ist das so laut? Das muss reichen. Oh. Was ist denn hier los? Okay. Da funktioniert was nicht mehr. T-Shirt funktioniert, mein Dings-T-Shirt funktioniert nicht mehr. Das Partners in Crime funktioniert auch nicht mehr. Oh. Was ist los? Funktioniert das? Das funktioniert. Okay. Schwierig. Das funktioniert auch noch, nur die neuen nicht. Ah. Ist denn Discord? So. Jetzt haben wir immer noch nicht geklärt, was wir tragen. Hurra, warum ist denn das Ding so hoch? So. Hallöchen, Frieda. Ich habe gerade einen Bug entdeckt. Ich musste gerade Bug melden. Kein Rollkragenpullover. Wie funktioniert? Okay. Und die habe ich jetzt nicht. Den Bug. Aber das ist mir zu dünn für die Temperaturen. Ich bin noch in der Kleiderwahl. Aber weißt du was? Wir ziehen heute mal ein schwarzes an. Nicht. Ach ja, die andere Karo-Hose ist woanders. Ja oder nein oder ach, ich weiß es nicht. Nee, ganz schwarz ist sie heute nicht. Hallöchen. Du hast mich vor eine Aufgabe gestellt, ich sag's dir nur. Mit deiner Recherche. Ich habe jetzt hier auch erstmal gesessen und habe ungefähr 2 Stunden lang aufgeschrieben. Mir fiel irgendwie auf, dass ich überhaupt keine genauen Zeiten festgelegt habe, wann was bei Alice passiert ist.
Schlitzröhren-Jeans. Es wird doch wieder ein schwarzer Tag. Es ist heute ein schwarzer Tag. Ich habe übrigens einen Bug entdeckt. Wir können Alice transparent werden lassen. Tada! Irgendwie was weggebuggt. Nach dem Update. So. Machen wir irgendwas Buntes bei ihr heute. Also ganz schwarz ist irgendwie auch doof. Das sieht kacke aus. Ich bin heute so unentschlossen. Was hatte ich gestern an? Ah, komm. Heute ist wieder ein grüner Tag. Das reicht. Ich habe Kerzen. Ich habe endlich Kerzen. Hab sie gestern in der Witchery abgeholt. Wir essen Apfeltasche. Wie ist denn das mit der Lautstärke? Ist das jetzt ein bisschen besser oder ist das immer noch so verdammt leise, ohne Kopfhörer? Ich habe ein bisschen rumgespielt. Und ich habe überhaupt noch nicht... Oh Gott, ein Anruf. Was zur Hölle ist das denn für eine Nummer? Staatsanwaltschaft? Das kann ich nicht. Ja. Die Wurstbin ist ja immer noch da. Was nehmen wir denn heute? Zu viel Auswahl. Heute ist ein Weevil-Tag. Ich glaube, ich muss heute nicht schnell von A nach B kommen. Nee, die letzten Tage ist überhaupt nichts los gewesen. Also so ungefähr Montag bis... Warum ist denn das Spiel so verdammt laut? Ah, ich weiß warum. So. Und gestern war gefühlt alles, was die letzten Tage nicht passiert ist. Gestern kamen Autos, gestern waren plötzlich Azubis wieder auf dem Hof. Gestern haben Leute mal zurückgerufen. Oh. Verdammt. Was haben wir denn gestern noch gemacht? Gestern Abend war James sogar mal da. Wir haben ein Auto verkauft. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich auf die Warteliste gesetzt habe gestern. Eigentlich war ich nur unterwegs. Und ich war gestern so todmüde. Ich glaube, ich habe ab 8 Uhr nur noch gegähnt. Habe ich angerufen, die Kerzen habe ich abgeholt bei der Witchery, meine Chibis habe ich immer noch nicht bekommen, James schuldet mir noch Geld für den Rollkragenpullover, den ich besorgt habe. Warum besorge ich eigentlich ständig irgendwelchen Leuten Pullover? Der Rollkragenpullover war leichter als der beige Kampfpullover, aber ja.
Rollkragenpullover wusste ich ja auch, wo es den gibt, weil ich den selbst habe. Und morgen Abend ist die Premiere von diesem Musical. Das heißt, ich überlege, ob ich Alice ausnahmsweise mal zum Friseur schicke. Aber wahrscheinlich erst morgen, also heute nicht. Und wahrscheinlich dann Samstag wieder, um das Ganze rückgängig zu machen. Ja, oder? Ich weiß nicht, was gestern los war. Ich lasse im Hintergrund immer die Aufnahme mitlaufen. Habe ich mir angewöhnt, von daher habe ich es hochgeladen. Aber so die letzten Tage, die Aufnahmen kann ich eigentlich wegwerfen, da ist überhaupt nichts passiert, da ist mir auch keiner begegnet oder so, aber ja. Gestern war echt wild. Vorgestern ist mir Gordo begegnet, der ist um den Hof gelaufen. Mit Taschenlampe. Und zwar nicht mal happy gestern da, also das will was heißen. Normalerweise ist es immer so, wir wollen ins Bett gehen und sind eigentlich schon total müde und dann kommt Happy auf den Hof und dann kriegst du RP ohne Ende und kannst nicht mehr weg. Ich mag Happy echt gern, aber der hat einen verdammt blöden Rhythmus aufzustehen hier. Oh, und ich habe gestern ohne Hilfe zum Hafen gefunden. Und wieder zurück. Und wieder zum Hafen. Und ich hatte RP mit Mickey. Aber ich glaube nicht, dass die beiden jemals wieder gut klarkommen. Quietsch. Vorgestern war auch wild. Vorgestern hat Alice irgendwie gedacht, sie könnte nur komische Nachrichten zurückschreiben, wenn er das immer bei ihr macht. Und dann schreibt sie ihm, keine Ahnung, sie kann sich ja auch um ihn kümmern, geht zu Trix Empire rein und da steht er mit seiner Plus 1. Und dann dachte ich mir, oh, das ist jetzt maximal blöd gelaufen für sie. Aber der schießt ja immer noch genauso zurück, obwohl er vergeben ist. Also, und Alice ist einfach nur frustriert gerade. Außerdem finde ich die Wurst echt langweilig. Zu Alice passt, glaube ich, echt nur ein komplett kaputter Charakter. War schon einer von den Neuen da? Bestimmt. Wir haben zwei Emperor gestern gekriegt. Wir haben für Eric ein Red Bike bekommen. Oh, wir haben für Eric ein Red Bike bekommen, was nach unten steht bei Bennys, weil ich das ja nicht mit dem Abschlepper hochziehen konnte. Und wir haben Weeble gekriegt. Gut, dann ist der erste Anruf. Was ist denn die? Was ist das? Vor allen Dingen hat mich das auf meiner Privatnummer angerufen. Was zur Hölle? Oh, ich habe einen Verdacht. Ist das Paradise? Die kann ich mir plötzlich merken. Hm.
Aber die sind es tatsächlich. Haben die eine Nummer hinterlegt? Nee. Toll. Ich glaube, das ist wirklich. Wenn James die Nummer auch hat, dann ist es ganz sicher. Weil ich glaube, er hatte unsere beiden Nummern angegeben in der Bewerbung. Wann haben die ihn angerufen? Um 0:51 Uhr. Ja, weil auch. Warum nicht? Wer ist denn um 0:51 Uhr noch im RP? James, so viel. Oh, ein bisschen langsam. So, Bennys ist 200, 200. Ich gucke jetzt trotzdem nach, obwohl ich mir ziemlich sicher bin. Die sind noch gar nicht da. Gut, dann brauche ich die nicht anzurufen, weil die können noch nicht abschleppen. Ja, nö, vierter, dritter. Aber 16:41 Uhr spricht dagegen, weil Lani ist da. Kauft eine Wolfsbane für 2500. Das ist unter unserem Preis und unter dem Preis, wo du ihn kaufen kannst. Oh, Verbandskasten. Na gut, ich habe aber mein Studio jetzt tatsächlich gefunden. Ich war ja in sehr, sehr vielen Studios und tatsächlich ist das beste Studio für RP Dark Ink. Also, mag ich sehr gerne. Die anderen fand ich eher langweilig. Und Alice muss sich ja irgendwann noch die Rose am Bein wieder reparieren lassen. Das war alles gestern. Nichts passiert. Ich wollte gucken, ob die gearbeitet haben. Oder ob ich hier jetzt auch noch arbeiten muss. Und dann gucke ich, ob die Rechnung da ist und ob ich die Rechnung zahlen muss. Mitarbeiter. Toni ist nicht da, das weiß ich. Der hat gesagt, er kommt heute nicht. Zeiterfassung. Mitarbeiterbericht. Dann kann nur Mato noch. Ach. Irgendwann lerne ich es noch. Er hat einen Akzent drüber. Nö. Der war heute noch nicht eingestempelt. Okay. Cool. Dann hat noch gar keiner irgendwas gemacht. Wie sehen die Sitze aus? Bitte, bitte. Kaputte Sitze. Jawohl. Sehr schön. Aber die sind so richtig kaputt. Das heißt, die müssen komplett getauscht werden. Und beim Weave sehen sie wahrscheinlich wieder gut aus. Ja. Seufzt. Nichts polstern. Ja, ich vermisse RP mit dir. War ja schon froh, dass du gestern zurückgerufen hast, aber ich glaube, du hast nicht zurückgerufen. Es hat vorgestern so viel Frust gehabt, dass sie die drei Leute, die ihr am meisten auf den Sack gehen, angerufen hatten. Das waren Frankie, Fruit und Mickey. Und sie wäre zu allen nicht sehr nett gewesen. Deshalb hat sie bei allen ziemlich schnell auch wieder aufgelegt. Und gehofft, dass nie jemand zurückruft. So. Ja.
Ja, aber Scrapyard ist tatsächlich eine ganze Zeit lang Solo-Nummer von Alice und James gewesen. Und jetzt haben wir so zwei neue wieder. Ich hoffe, da passiert jetzt mal wieder ein bisschen was und Happy ist ja wieder da. Und ich durfte gestern endlich wieder Emperor fahren. Ach, das Ding hat vier Türen. Ich vergesse es immer wieder. Sieht denn der Dachhimmel aus? Kann ich das sehen, wenn ich mich bücke? Bücke. Ja, sieht okay aus. Gut. Dann demontieren wir einfach mal die Sitze. Die sehen aber auch kacke aus. Oh, Moment, ich wollte den Typen anrufen. Ich wollte den wegen seinem Izzy anrufen, sobald ich wach bin. Also ansprechbar. Hier irgendwie. Ich telefoniere zu viel. Jetzt nicht. John Winter, da ist er. Hi, die Alice hier. Ich habe noch deinen Izzy. Ich wollte mich ja Ja, melden, soll ich sobald ich. vorbeikommen? Ja, sehr gerne. Ich bin auf dem Hof. Am besten nimmst du dir ein Taxi, weil du hast sonst zwei Fahrzeuge, die du hier auf dem Geht Hof mir stehen auch. hast. Oh, da fährt ja das BCSO. Die können mich bestimmt fahren. Ja, Nee, ich muss bestimmt. mir ein Taxi rufen. Halt die Hand einfach Ich rufe raus, mir oder? dann. Ja, ich schlag einfach gegen das Auto und dann hole ich mich Ver dort genau, ran. verhalte dich auffällig. Das läuft auch gut. Nee, ich rufe mir dann jetzt ein Taxi und komme dann rüber. Okay, prima. Dann bis Perfekt, dann bis gleich. gleich. Tschüss. Tschüss. Noch. Mach mit Alice Spaß über Bestattungen. Ich glaube, es hackt. Dann holen wir gleich den Izzy-Schlüssel. Ach so. Kann er sich jetzt drüber freuen, dass Fly nicht da ist? Oh. Ich schaff's noch bis zu diesem. Schlüsselkasten. Easy. Mein ultimativer Trick. Damit ich die blöden Schlüssel nicht immer mit mir rumschleppe. Ich mache die so rein, dass ich die auf jeden Fall bei meinem Essen sehe. Dann habe ich sie im Blick. Warum habe ich denn das Langarm-Shirt eigentlich an? Ach, weil ich das gestern anhatte zum Auto abholen. Nicht ausstempeln. Das reicht auch.
gleiche Farbe, kürzere Ärmel. So, dann lösen wir mal Sitze. Das, was Alice am besten kann, polstern. Und vertrösten mich eigentlich die ganze Zeit irgendwelche Firmen. Masquerade vertröstet mich jetzt auch schon irgendwie die ganze Woche, weil sie die Lieferung nicht haben. Letzte Woche war es Digital Den. Ich kann es echt nicht aussprechen, aber die Mitarbeiter offensichtlich auch nicht. Warum ist dein Chat buggy? Was macht er? Oder was macht er nicht? Ich habe nichts geändert, glaube ich. Oh, okay. Warte. Nö, das sieht alles soweit bei mir ganz normal aus. Komisch das. Ich habe nichts für dich geändert. Ich habe dich auch echt nicht geblockt oder so. Oder mit irgendwelchen Rollen rumgespielt. Habe ich tatsächlich nicht. Ein bisschen an Bannern rumgemalt. Festgestellt, dass ich das immer noch nicht kann. Und dass ich da relativ schnell die Geduld verliere. Ah, okay. Gut, dann wird das heute wahrscheinlich wieder ruhig. Mich hat sogar das Kartell versetzt, ey. Mit diesem sollte ich auch irgendwie ein Auto reinigen. Der hat dann offensichtlich einen Anruf gekriegt und musste weg. Und seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet. Also Alice war echt extrem angepisst vorgestern. Und Sarah hatte sie auch nicht zurückgerufen. Das macht sie ja sehr gerne. Bei Alice entschuldigt sie sich aber wenigstens dafür. Ah, jetzt muss ich wieder hier durch. Alice passt hier durch. Alice passt hier durch. Ja. Oh, wir kommen mit dem Rebel. Und es regnet nicht, das heißt, er fährt nicht rein. Hallo, Jinso. Ja, auch tagsüber passiert hier nichts oder ganz viel. Unsere Neuen sind ja gerade wieder nicht da. Schickes Hemd. Total schickes Hemd. Oh Gott. Ui. Hallo? Hallo? James? Hallo? Ja. Ja? Das klang nach Frosch im Hals. Ich hatte einen großen Frosch im Hals. Ja, nicht ausspucken. Doch gerade noch telefoniert. Ach, ja, nur verschluckt beim Telefonieren. Mensch, das passiert schon mal. Ja. Also diese komische Nummer, diese 9415, die hat mich heute Bestatter. Nacht... ganz klar. Heute Nacht angerufen um 1 Uhr. Ich hau dich. Ja, Bestatter rufen immer um nachts ein. Ich bin nur bei einem oder bei zwei Leuten Notfallkontakt. Einer steht davon vor mir und bei dem anderen, na, keine Ahnung. Nee, bei Bestatter ruft nicht mehr der Notfallkontakt aus, das ist vorbei. Da ist kein Notfall mehr, das ist vorbei. Da geht es nur noch um Geld. Ich hoffe, Sarah hätte mich auch vorher angerufen. Wann wurdest du angerufen? 0:51 oder sowas.
Welcher normale Mensch geht um diese 51. Zeit? Du auch? Das sind Leute, die einfach nicht zurückgerufen werden wollen. Ganz klare Sache. Und ich wäre ja fast noch, ne? Wir waren ja fast noch, also. Ja, ich weiß. Deshalb habe ich auch vielleicht heute sehr lange geschlafen. Ich nicht. Du nicht? Ich habe die ersten E-Mails mit Kanada geschrieben. Ah. Und gleich geht es noch ein paar Telcos mit Kanada. Und dann ist da auch wieder alles, wo es sein soll. Heute ist halt Kanada-Tag. Ich wollte noch in die Mails gucken, aber das kannst du natürlich auch machen, damit du dich nicht übergangen fühlst. Ich fühle mich nie übergangen. Gut. Nur dann überarbeitet. Gut, dann übernehme ich. Guck erstmal meine privaten E-Mails. Da kannst du gar nicht reingucken. Hahaha. Das möchte ich auch, glaube ich, nicht. Also wenn das ist, was du dir immer mit Layla schreibst, dann möchte ich gar nicht wissen, was in deinen privaten... Ich schreibe mit Layla keine E-Mails, ich bitte dich. Ich schreibe mit Henker E-Mails. Was? Da hab ich doch gesagt. Hast du ihm rote Kreise geschickt? Nee, ich glaube, das würde er als Beleidigung auffassen. Ich finde, rote Kreise sind ganz klar seine Hauptkompetenz und das sollte man ihm jetzt auch nicht wegnehmen. Noch keine Mail und keine Rechnung von Cyprus. Die waren halt gestern Abend auch echt spät. Ja, ich meine, als ich Zoom-Kasten das alles nicht da ist, dann läuft da auch nichts. Ich glaube, die war dann da, aber sehr spät und ich hatte wieder. Wir sind angepinnt, oder? Was? Wir sind angepinnt, okay. Was? Ich würde sagen, er postet schon wieder Echos. Kann er mal sich hinlegen und sich 5 Minuten entspannen und nicht alles machen? Aber nein, wir sind angepinnt, dann ist ja gut. Ja. Ja, um 0 Uhr angepinnt. Oh, verdammt. Ich hab gerade das Datum gesehen. Das ist exakt derselbe Text übermorgen wie immer, ne? Übermorgen hat meine Freundin Geburtstag. Ich wollte mal vorbeifahren, gucken, ob der ATM da ist. Was? Ach so, dieser ATM. Ja, Mensch, dann lass uns mal vorbeifahren, dann weiß ich nämlich auch, wo ich morgen hin muss. Das ist eine gute Idee. Wir nehmen Geld mit. Warum? Wenn er leer ist. Also Taylor hat gesagt... Du musst ihn befüllen. Ja, wir klauen aber nicht bei uns. Also klauen ist das ja eh nicht. Das nein, ja warte. Abheben und warte. Woanders wieder einzahlen. Ich zieh mich um. So steige ich nicht in dein Auto. Oh. Verdammt, wir können noch nicht weg. Wieso nicht? Weil der Izzy gleich abgeholt wird. Der hat jetzt blöd geguckt. Dieses FD. Ja. Ist noch gar nicht vorne, der Izzy. Doch. Doch? Du siehst ihn nur nicht. Du siehst ihn nur nicht. Er steht neben dem Slam-Van. Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben noch Happy Slam-Van? Wir haben Happy Slam-Van, wir haben diesen Slam-Van und wir haben den Fagaloa. Und den Nebula, den du nicht gepostet hast, ne? Nee. Ich habe mir aber Gedanken gemacht. Ich habe jetzt einfach mal potenziell die Leute, die ich als erstes anrufen werde, schon mal hinter die Fahrzeuge geschrieben. Sind teilweise die am längsten warten oder die die Woche schon mal mit mir gesprochen haben und da noch Interesse dran bekundet haben. Einfach nur, nicht, dass wieder irgendjemand vom FD drin steht. Ich muss mal in mein RDP gucken. Ich habe so lange nicht mehr reingeguckt. In unser RDP? Du willst nur gucken, ob ich Fehler mache. Niemand. Haben wir niemanden für den Weevil? Doch. Da habe ich, glaube ich, einige. Beim Club steht auch niemand. Beim Club habe ich aber schon die beiden angerufen, die haben noch nicht zurückgerufen. Und wenn dieser komische. Okay. Also bei den neuen Fahrzeugen habe ich keinen. Habe ich reingeschrieben. Achso, ich schreib Weasel. Mal. Welches Nummernschild findest du besser für Happy? 94J2 oder B2V7U? Hm. Sind alle scheiße. Ah, eine Kacke, ne? Mhm. Und der will ihn wirklich haben? Also so richtig? Ich trage das jetzt schon ein. Okay. Ich habe ihn gar nicht als Kunde angelegt, ne? Ist mir auch egal. Du wirst ihn auch anlegen. Happy? Ja, geht. Ich weiß. Guck mal, für ihn, guck mal, wie günstig. Oh,
80% Rabatt war vielleicht ein bisschen viel. Machen wir 20% Rabatt, wie es für alle Mitarbeiter der Fall ist. Ja, dann ist es auch eine schöne Zahl. Naja, er ist Chef, er könnte auch mehr Rabatt bekommen. Er könnte das Ding auch einfach nehmen und behalten, weil er kann sich sowieso wieder auszahlen. Sagen wir so, er hat schon diesen Monat mehr bekommen. Naja, der Monat ist schon wieder rum, aber er hat schon mehr ausgezahlt bekommen, als er für den Wagen ausgeben wird. Ja. Super. Wer weiß, wofür er das braucht. Ich fange schon wieder an mit gehen, es tut mir leid. Einfach. Oh. Tja. Ach, das ist ein Izzy und kein Weevil. Der Weevil steht hinten? Der Weevil ist ja noch nicht fertig. Der wird noch fertig. Ah. Ich war jetzt gerade am Sitze ausbauen. Ja. Doch, darum kümmere ich mich jetzt so ein bisschen. Was machen eigentlich unsere Klamotten? Was für Klamotten? Die hat Red abgeholt und seitdem ist nichts mehr drin. Aber guck ruhig. Gähnende Leere. Könnten wir eigentlich nutzen für die ganzen Erste Hilfe? Da freut sich Red, wenn sie wieder reinguckt. Ich habe auch eben dran gedacht, dass mein Erste-Hilfe-Ding abgelaufen ist. Ich habe überlegt, ob wir nicht was für die Kunden tun und die in die Handschuhfächer packen neben dem Zettel. Abgelaufen Erste-Hilfe-Kästen. Naja, du kaufst halt Schrott hier, ne? Einer da, ne? Du kaufst halt Schrott, du hast ja nicht... Also den konnten wir jetzt nicht mehr retten. Das ist halt wir abgelaufen. Wir könnten noch ein Edding nehmen und draufschreiben 1974 abgelaufen. Das ist dann Originalteil. Dann ist Retro. Oh ja. Oh, bitte. Also zumindest in die kleinen Kofferräume. Wir könnten den ganzen Izzy-Kofferraum mit Erste-Hilfe-Kästen vollballern. Nur fürs FD. Meinst du, er guckt da rein, bevor er vom Hof fährt? Weiß ich nicht. Ich meine, am Ende kriegt's Fly ab. Finde ich okay. Ich habe ihn vielleicht auch extra so früh angerufen, wie du gesagt hast, damit... Welchen Zettel kriegt er denn? Oh, ich glaube, gut, den mit Schissi. So, ich glaube, das passte auch. Oh, er kommt mit Downtown Cab. Er kommt mit Downtown Cab. Ja, FD. Ja. Hast was du will man machen? Natürlich. Soll ich ihn hier aufmachen? Ach, dann ist das. Nee. Dann mach ich ihn wieder zu. Hast du gecheckt, ob er klappert? Also, gestern hat er noch nicht geklappert. Dann ist ja gut. Deshalb, ich hatte ja gedacht, er holt ihn ab. Gut, wenn er sich jetzt beeilt, kommen wir schnell hier weg. Wir holen weg. Ach ja, wir wollten weg. Es ist immer wieder schön. Du hast ein herrliches Kurzzeitgedächtnis. Willst du den jetzt auch noch loswerden? Als Upsell? Ja, ich muss mir das genauer angucken. Hallo. Ja, hi, ich grüße dich. Ja, wunderbar. Das ist er. Da ist dein Izzy. Boah, kriege ich das Schild mit? Nein. Das bleibt hier. Kommt. Was habt ihr denn noch so hier im Angebot? Du kannst noch den Fagalor haben. Ganz da hinten. Unheimlich viel Ladefläche. Ja, ich weiß. Ich kenne den. Da hatte ich mich ja auch mal eingeschrieben gehabt für die Bakery. Mhm. Aber in der Zwischenzeit hatte ich halt schon was anderes gefunden. Weil ich finde den optisch halt mega geil. Der hat auch mega viel Platz. Aber er hat halt auch seinen Preis, ne? Aber ist verständlich, ne? Ja. Ein halber Leichenwagen, der kostet halt Geld. Du kriegst halt auch was dafür. Ich meine, der ist schon ich da drin ab. Sehr, sehr schön. Oder du kannst einen Slamvan haben. Ich weiß nicht, was. Slamvan an sich geil, aber fühle ich eher den Carsten. Aber den habt ihr ja nicht, ne? Nee. Was tust du da? Da steckt irgendwas zwischen den Planken. Oh. Oh, dann kaufe ich ihn. Kriege ich dann Rabatt? Den komm, ich gehe ich habe keinen Platz mehr im Ruhrpark. Ach, du, den Platz kann man machen. Der Izzy nimmt nicht so viel weg. Ja, sag das mal meiner Verlobten. Ja. Das, ja doch, bei meiner Verlobten schon. Ach. Kann ich noch Auto... Nee, die bringt mich schon wieder um. Man kann alles zur Seite schieben. Ja, aber meine Verlobte jetzt nicht unbedingt. Nee, würde ich lassen. Gibt nur Stress. Schiebt die mich beiseite. Und, ja. Ansonsten zum Verlobten loswerden hätten wir da mit ordentlich Laderaum. Also das wäre gar kein Thema. Womit wir wieder beim Fagalor sind. So weit, wir würden auch kostenlos eine Schaufel dabei legen. Das kriegen wir hin. Ihr könnt ja auch mal unten mit dem Bestatter sprechen, dass er vielleicht so einen Fake-Sarg da reinbekommt. Der darf doch den offiziellen Leichen, also dieses moderne Modell bestellen.
Ja. Hm. Aber modern ist ja vielleicht langweilig. Vielleicht will er was Altes. Müssen wir auch mal anfragen. Ja, der ist so bestimmt alt. Bestatter sind immer alt und weißhaarig und so, faltig. Wir sprechen gerade von Fahrzeugen, nicht von... Ja gut. Ja, klar. Gut. Aber vielleicht will er auch was Altes haben. So aus seiner Generation. Wie machen wir das denn jetzt überhaupt hier? Wir haben ein wunderschönes ATM. Du hebst das Geld ab, gibst es mir und dafür kriegst du den Schlüssel. Barzahlung. Barzahlung. Schickt ja da keine Venture, irgendwie einen Kaufvertrag raus. Nein. Was für eine Absicherung bleibt mir denn? Ich bezahle hier, fahre mit der Karre weg, stehe nachher bei der Casa und die sagen zu mir, nö. Und dann? Casa sagt nicht nö. Casa ruft mich an und ich sage ja. Ich schicke keine Venture mehr mit Kaufverträgen raus. Das ist gesetzlich aufgelegt, Nein. Aber noch nie gemacht. Anschlag ist ein gültiger Vertrag. Ja, beim Privatkauf kriegst du ja auch keinen Vertrag. Aber ich kaufe ja nicht mehr privat. Wir sind ja kein Autohaus. Krass. Okay. Na ja, gut. Also ich kann dir im Zweifel eine Rechnung schicken, aber das ist halt mehr Arbeit, das nervt. Ja, ich kann das nachvollziehen, um Gottes Willen, ne? Aber wundert mich gerade so ein bisschen. Von daher, aber gut, passt alles. Ich weiß ja, wo ich euch finde. Von daher. Die einzigen zwei, die bisher auf Rechnung gebaut waren, waren Kowalski und Sykes. Ja. Rechnung? Ja, ich will ja nicht auf Rechnung. Ich zahle ja schon. Ja, das ist aber jetzt nicht die das auch eine ja, Rechnung aber die wollten unbedingt danach eine Rechnung bekommen, damit sie überweisen können. Ach so. Ja, gut. Und die Kreditunternehmen verlangen ständig Rechnungen. Ja. Schrecklich. Schrecklich sowas. Ja, gut, die wollen das bestimmt irgendwie dann mit ihrem Vertrag irgendwie verknüpfen und ja. Das Ding ist, unser Computer steht hier vorne. Ja. Und der Drucker ganz, ganz da hinten am Gelände. Das heißt, wir müssen einmal quer über das Gelände für den Drucker. Mit Rechnungen. Warum holt er nicht den Drucker hier nach vorne? Ja, Steckdosen. Das ist einfach logistisch schwierig. Mhm. Verstehe. Nee, gut. Ja. Wo ist der ATM? Hier direkt neben den Sofas. Was kriegst du denn überhaupt? Für den Izzy 6.525. Alles klar. Behörden halt. War ja nicht anders zu erwarten. Mann. So. Jupp. Dann bekommst du auch einen Schlüssel. Dankeschön. Schön. Dann, wie gesagt, Casa, einfach hingehen und die rufen uns an. Ich habe die Leitstelle, ich kann es dann bestätigen. Perfekt, dann fahre ich dort einmal vorbei. Ja, sofern die denn schon da sind. Die haben ja auch ein bisschen merkwürdige Zeiten. Ruhig, ich keine Ahnung. Ja. Was haben die? 913? Ja, 913 ist Casa. Ja, hi, der John hier. Ich wollte nur mal fragen, seid ihr da? Ja, 2 Jahre bestimmt auf Material. Okay, weil ich müsste ein Fahrzeug anmelden. Wäre das möglich? Ich glaube, es geht los. Natürlich, wäre so, sagen wir mal 10 Minuten, wäre ich dann da. Optimistisch. Perfekt. Ich danke, bis gleich, ciao. Ja, normal haben sie nicht offen, aber... Naja. Kriegen wir hin. Sehr schön. Ja, das heißt, du kriegst gleich einen Anruf von denen, ne? Ja. Gut, das krieg dann lese ich mal runter. Ja, dann viel Freude damit. Ja, danke. Und dreh dich nicht. Der ist sehr wendig in den Kurven. Ja, ich bin schon ein paar Mal gefahren. Okay. Deswegen kaufe ich ihn ja. Alles gut, klar. Du bleibst hier stehen oder wie? Nö, ich gucke jetzt, wo der Kollege ist und wir fahren, glaube ich, erstmal kurz woanders hin. Okay, alles klar. Bis dann. Dann wünsche ich euch was. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Ciao, ciao. Abfahrt. Rechnung, ich glaube, es hakt. Ja, das muss man einfach dann ganz oft gegen argumentieren und dann spart man sich die scheiß Bürokratie. Das konnte auch nur vom FD kommen, oder? Warte mal, ich muss das Geld noch einzahlen. Wenn der beim Casa ist, ne, gehst du ans Telefon und sagst, nee, der Wagen ist geklaut. Das kann man nochmal verkaufen. Mal sehen, was mir noch so alles einfällt. So.
Ja. Ich muss den Neuen noch ihr Geld geben. Haben die Kriegsgeld bekommen? Mhm. Gestern und heute. Dass Fly nicht dabei war. Das hätte sie das eingekassiert. So, ich hab's erstmal nicht in der Tasche. Ja. Ach, wir wollten Geld mitnehmen. Ja, toll. Warum habe ich jetzt 6.000... Koffer. Ah, warte. Falscher ATM. Hm? Ja. Weiß ich nicht, warum. Welchen möchtest du jetzt leer räumen? Irgendeinen in der Stadt? Hier liegt noch so viel zu tun. Was denn? Auf diesem Scrapyard. Ach, ich muss noch mit dem Abschlepper, wegen dem Abschlepper mit YK sprechen. Ach so, wegen dem, wegen der Folierung. Ich genehmigt, dass ich ihn, genau, folieren lasse. Warum fahre ich hier da? Ach, ist egal. Aber erstmal müsste YK sich ja auch mal um den anderen Rest kümmern. Uah. Ja, das konnte ich halt im selben Zuge nachfragen. Ja, ja. Und was mit unserer Mitarbeiterkleidung ist, wo möchtest du hin? Du möchtest jetzt beim Yellow das ATM leerräumen? Nein. Nein, ich muss über Harmony. Das ist der schnellste Weg nach Harmony. Aber mir fiel gerade ein, dass ich immer noch Verbandskästen habe, die ich loswerden wollte. Und jetzt ist sie schon vom Hof. Also ganz ehrlich, für den Spruch hätte er eigentlich alle Verbandskästen reingeklumpt kriegen müssen. Von 2021. Ich habe kurz überlegt, Fly anzurufen, mich zu beschweren, dass das FD-Arschlöcher sind. Hab dann aber gedacht, warte, es ist Fly. Die wird das nicht merken. Sie haben übrigens geleert. Es sind keine Kürbisse mehr drin. Mensch, praktisch, dann kann man jetzt Erste-Hilfe-Kästen dabei schmeißen. Hier hat jemand ein Hemd. Das heißt, mein Vierer ist gültig, okay. Ich wollte gerade sagen, hier hat jemand ein Hemd entsorgt, aber nein. Nein, es ist einfach Raum. Ladefläche. Sieht aber auch so ein bisschen nach Müll aus. Das ist das doppelte Hemd, wo ich noch nicht genau weiß, wo die Reise hingeht. Außerdem hast du mich neulich auch beleidigt. Du hast gesagt, ich sehe aus wie ein Marienkäfer. Du sahst aus wie ein Marienkäfer. Was ist an einem Marienkäfer eine Beleidigung? Weiß ich nicht. Kennst du die Serie Ladybug? Nein. Erst warst du gemein zu mir, dann waren alle anderen gemein zu mir und dann habe ich mich betrunken. Ich war nie gemein zu dir. Du hast gesagt, ich sehe aus wie ein Insekt. Nee, ein Marienkäfer. Das ist das Gleiche. Naja, das andere ist eine Verallgemeinerung. Wir holen Geld beim Bingo. Beim. Ach, wo wir halt finden, ne? Hier nicht. Doch, hier ist doch ein Geldautomat. Oh, hier ist ein Geldautomat. Ja. Oh. Nicht zu weit. Wir wollen den Automaten ja jetzt nicht rammen, ne? Ich weiß nicht, aber so kommst du natürlich auch an Geld. Ja, aber dann muss ich wieder Rennen fahren und so. Teilen wir das jetzt auf oder? Ach, wir rechnen mit einem bestimmten Umsatz, den nehme ich jetzt einfach mit. Kannst du mir aus dem Kofferraum die schwarze Tasche holen? Mhm. Also diesen Beutel, damit wir das da rein plustern können. Beutel? Sehr gut. Einfach vor die Öffnung halten, ich drücke dann auf OK und dann pustet das da raus. Jo. Sehr schön. Zieht sich jetzt ein bisschen. Gut, dass es keine Münzen sind. Und ich kommt jetzt nicht das SD vorbei und fragt uns, was wir hier machen. Hier ist nichts passiert. Guckt irgendwer komisch? Ich kann es nicht sehen. Nö. Ich bin mit deinem Geld beschäftigt. Oh, ist fertig. Ja, Karte auswerfen, danke. Ja. Dann nimm es ein bisschen mit nach vorne. Ja. Die Ladefläche. Aber du könntest sehr viele Leute
sehr glücklich machen. Falls die uns anhalten, bleibst du sitzen. Ja. Und keiner fragt, warum wir so verdammt viel Geld dabei haben. Möchtest du auch noch abschließen? Das Auto? Warum? Falls wir an der roten Ampel stehen und uns jemand ausrauben möchte. Ist erledigt. Hab das Knöpfchen gedrückt. Ich hab da sowas von Mexiko mal gehört. Da kann man nicht an roten Ampeln da stehen. Da klauen die Reifen. Achso. Während du an der roten Ampel stehst? Wenn du an einer langsamen roten Ampel stehst, die bauen da Fake-Ampeln auf. Okay. Ach, wir haben eine Venture-Karre dabei. Da kann man auch mal ein paar schöne Körbchen fahren. Ja. Sind hier eigentlich noch ein paar frei? Nicht, dass es für mich relevant wäre, aber für Toni vielleicht. Mich ruft jemand an. Nämlich, ach, die 913. Hau unerwartet. Happy Scrapyard, Alice hier. Hier ist die Administration San Andreas Katsopoulos. Schönen guten Tag. Hallo. Ich hätte mal wieder die Verifikation eines Fahrzeugs. Aha. Und zwar ein Izzy Classic mit dem Kennzeichen G24WH von einem John Winter. Ja, ja. Ja, ist richtig. Es geht laut. Ist richtig. Okay, sehr schön. Dann vielen Dank für die Auskunft und soweit noch einen schönen Abend. Ja, Ihnen auch, danke. Tschüss. Danke, tschüss. Hier ist mein Chef, ich konnte das nicht bringen. Dann brauche ich nie wieder in die Bakery zu kommen. Oder so. Nee. Übrigens, du passt auf, ne, wo wir langfahren. Ich habe gerade telefoniert, aber ja, wir fahren diesen komischen. Wir fahren die kurze Strecke. Halt echt jetzt? Es ist wirklich steil. Es ist halt wirklich steil. Oh, 49 Meilen, okay, die Karre ist dafür nicht geeignet. Ich fahre hier mit fast aber 80 meine. Meilen, wenn ich mit dem Dings hochfahre. Oh Gott. Ja, wir fahren jetzt hier nicht rein. Wir fahren die Strecke einfach nur geradeaus. Du fährst durch Harmony, an der einen Kreuzung fährst du links und dann fährst du nur noch geradeaus bis zum Theater. Okay. Übrigens, das hier ist die Stelle, hier kriegst du... Wo ich brechen muss, genau. Du langsam fahren, wie du hier siehst. Ja, damit du die Schilder nicht mitnimmst. Die ist ein bisschen gefährlicher. Mhm. Du weißt schon, dass mir ganz schön schnell, ganz schön schlecht wird beim Autofahren. Ja, deswegen sind wir ja jetzt da. Das macht es nicht besser. Übrigens, hier rechts hoch und springen ist blöd. Was? Warum sollte ich denn springen? Weiß ich nicht. Hätte ja sein können. Und hier parkt man dann? Es gibt keinen Shuttleverkehr. Ja. Ich muss gucken, dass ich einen Parkplatz kriege. Ja, aber es sind genug Parkplätze. Ich glaube, wir haben 65 Tickets pro Abend nur zugelassen. Okay. Sollte eigentlich ausgehen. Also das hier vorne wird leider belegt sein. Und da kann man ja nichts machen. So. Ach, wer ruft denn jetzt schon wieder an? Happy Scrapyard, Alice hier. Moin, McFerlin hier. Ihr hattet angerufen bei mir? Genau, das ist richtig. Ich hatte angerufen, weil wir einen Club auf dem Hof haben. Und du hattest dich auf die Liste für den Club setzen lassen. Ja, ich muss einmal korrigieren. Sorry, ich war jetzt in New York gewesen und kurz Urlaub. Anfang der Woche. Ich habe mir tatsächlich letztes Wochenende einen Club gekauft. Ich wollte euch auch noch Bescheid geben, aber da kam der Kurzurlaub, der ungeplante dazwischen. Alter. Okay. Also, dann kann ich dich von der Liste für den Club schmeißen. Ja, von dem Vive auch erstmal, weil der mir aktuell zu teuer ist. Also nicht, dass ich da einen anderen dann blockiere, das wäre doof. Ja. Und bei dem anderen, jetzt fällt mir der Name, Herr Ceburek, da bin ich auf jeden Fall noch interessiert. Der wäre auch finanziell im Rahmen. Okay. Dann lasse ich dich da noch drauf, aber da habe ich leider gerade keinen. Nö, nee, ich hab Geduld auf jeden Fall. Nur wenn, ich sag mal, wenn jetzt morgen Anruf kriegen würde von euch, Vivel ist da, ich könnte mir den aktuell wirklich nicht leisten. Aber den Vivel würde ich hinkriegen und der ist auch für die Zukunft geplant. Alles klar. Gut, weiß ich Bescheid. Sorry für die Umstände, ich hoffe, du hast noch einen Käufer. Ja, habe ich noch. Okay. Ja, und danke fürs Anrufen. Gerne. Tschüss. Tschüss. Unser Klappkäufer möchte nicht mehr. Hat sich am Wochenende einen Club gekauft. Welcher von den beiden? Der erste auf der Liste oder der zweite Liste? Dieser Ire mit den unglaublich vielen Namen. Ah, der andere ist übrigens ein Kollege aus dem Varieté. Na dann, sag ihm doch Bescheid. Sag ja, ihm der kann gerade nicht laufen. Das ist der jetzt von Sarah eine neue Hüfte bekommen. Ah. wo ist denn das? Ich will nicht sehen. Oh,
Ja, und außerdem habe ich das Geld im Auto vergessen. Mach nochmal auf. Oder nimm du es gleich den Beutel raus, ja. Das heißt, du ich stehe schmier oder ich mach die Augen zu. Zur Ecke gehen. Bis zu welcher Ecke? Ja, hier gibt es viele Ecken. Nee, mach die da Augen. Da ist eine Ecke. Kannst nicht fallen. Hier ist auch eine Ecke. Ja, wir müssen jetzt halt ein ATM suchen. Das ist ein bisschen schwierig. Du darfst einfach nur nicht nach links gucken. Immer nach rechts gucken, okay. Auf die Ränge. Und wir suchen ein ATM. Warte mal, ich weiß nicht, hier um die Ecke. Vielleicht sind die auch einfach zu doof gewesen, eins aufzubauen bisher. Das hoffe ich nicht. Ich hoffe, der steht bei der Bar irgendwo. Ich gucke jetzt wirklich nicht. Vielleicht steht er ganz auf der anderen Seite. Ich will mich wirklich nicht spoilern. Guck nach rechts, nicht nach links gucken. Einfach nach rechts gucken. Ja, ich scanne einfach die rechte Seite ab. Und die werden den ATM nicht auf die Bühne stellen. Das wäre ziemlich bescheuert, weil das wäre sehr gestört. Einfach nach rechts gucken. Es ist ja alles schön und gut, aber auf dem Rückweg wird es schwierig. Seitdem ist es ein Rundweg. Okay. Aber ich sehe hier nichts. Du hast jetzt ganz viel Geld abgehoben und hast kein ATM. Ja. Ja. Also zusammenfassend würde ich das so sagen, ja. Mensch. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Ja, vielleicht steht vorne einer. Und wir haben kann ich wieder gucken? Das Schöne ist, jetzt bist du aus der Gefahrenzone raus. Du kannst deinen Kopf wieder frei drehen. Mhm. Toll, jetzt war ich wirklich an jedem Tag hier. Auch am nächsten Tag. Sie wollen die mit einem Auto blockieren und dann sagen, da wird schon keiner durchgehen. Als ob die Leute nicht über den Zaun klettern würden. Welcher Zaun? Meriwether stellt zu wenig Personal. Oh. Hm. Zwei. Was? Ja, zwei Personen werden das Ganze machen. Zwei Personal. Das gesamte Gelände. Wow, geil. Und ja. Wenn man hier rein... Ach nee, hier kann man nicht rein. Nein. Alles abgeschlossen. Ich würde sagen, hier steht noch gar kein ATM. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß. Ja. Dann tun wir den Sack mit dem Geld wieder ins Auto und bringen den nach Hause. Gut, dass du total unauffällig aussiehst. Ja, ich mache Green Planet Einsatz. Tja, musst du morgen nochmal versuchen. Ja, morgen habe ich dafür keinerlei Zeit oder Nerv. Es geht um 17 Uhr los. Ui, also so früh bin ich definitiv nicht da. Nee, das Stück. Also ihr habt Einlass um 20:45. Ja, kannst du dir vorstellen, dass ich 3 Stunden 45 Minuten hier abhänge? Soll ich dir irgendwas wirklich durch sein werde? Mitbringen, irgendein Energy oder irgendwas. Wir werden uns nicht mehr sehen. Also bis nach der Show. Ich werde dich sowieso nicht erkennen, wenn du eine Perücke trägst. Trage ich die schon zu Beginn der Show? Das weiß man nicht. Achso, ich habe auch. Zusammenfassend, ich sehe jetzt gerade nicht so viele ATMs. Mhm. Wir fahren mal die lange Runde, weil steht hier in der Ecke einer. Aber hier ist nur eine Abfahrt nach unten. Ich will nicht so viel mit dem Müllsack. Sorry, ich packe ihn nach hinten. Ja. Nicht, dass das Geld noch rausfliegt. Ist das eine Fahrstuhlstrecke? Das könnte ja auch eine Fahrstuhlstrecke sein. Wobei diese Kurve, wie soll denn die einer schaffen? Jedenfalls nicht mit deinem Auto. Es kracht noch einen Meter. Ist aber kleinlich von dir. Hm. Ja. Ja. Gut. Ja. Kein ATM. Ja. Aber hast du dir jetzt mal auf deinem Handy angeguckt, wo wir sind? Ich habe mir angeguckt, wo wir sind. Das ist eigentlich relativ gut zu erkennen. Ja. Das ist eins von zwei Theatern. Mhm. Was ist denn das zweite? Ein anderes Theater. Ach, echt? Mhm. Mensch. Sollen wir da hinfahren? Ist größer als das. Das ist größer? Ich glaube, die Bühne ist kleiner. Ja. Oh, okay.
Ich finde das nicht. Ich hab mal Navi angemacht. Okay. Ich hab dir immer noch nicht den Affen gezeigt. Nee, du hast mir immer noch nicht den Affen gezeigt. Der ist beim Petroleum, ne? Nee, beim Observatorium. Planetarium. Planetarium, sag ich doch. Was ist der Unterschied zwischen Planetarium und Observatorium? Das eine ist drin, das andere ist draußen. Oder so. Keine Ahnung, ich glaube, das eine ist... Ja, ich auch. Das eine ist eine Ausstellung, das andere ist das Gerät, oder? Frag mich nicht. Planetarium klingt halt so bescheuert. Das klingt irgendwie wie, was weiß ich... Als ob du beobachtet wirst. Ja. Observatorium ist das, was wir auch gemacht haben, als wir Mickey beobachtet haben. Observieren, das klingt nach Donuts und Kaffee. Das ist richtig. Ich hab noch Donuts im Schrank, an dem ich nicht drankomme. Wieso? Kommst du da nicht dran? Ich habe keine Schlüssel für Varieté-Dinge. Okay. Ich bin ja jetzt nicht Taylor oder Billy. Ah. Was sollte ich? Irgendwas mit trockenem Wein, lieblich bin ich selbst? Irgend sowas war genau. Das. Rotwein, trocken, lieblich bin ich selbst. Ein Rotwein, trocken, lieblich bin ich selbst. Korrekt. Gut. Ich werde das noch irgendwie überzeugender üben. Oh, hier ist abgesperrt. Nee, dann, wir haben uns nur verfahren. Mhm. So, ich muss dieses scheiß Navi aufmachen. Wenn das die ganze Zeit mit mir redet, werde ich wahnsinnig. Ja, es reicht, wenn ich das tue. Weiß nicht, was ich da jetzt entwidern soll, was nicht gemein wäre. Danke. Muss ich mir wieder anhören, dass ich gemein zu dir bin. Du warst nur gemein, dass du das mit dem Marienkäfer gesagt hast. Wo wollen wir überhaupt hin? Wo sind wir überhaupt? Was du machen wir hier? Du wolltest zum Theater, du wolltest Geld einzahlen und jetzt ist das Theater... Oh, verdammt, ich hab super viel Geld im Auto. Luna Market. Was? Ah, da werden Leute überfallen. Müsst glücklich machen? Nee, so locker sitzt du jetzt auch noch nicht. Ja, dann bringst du wieder da zurück, Scrap, wo du es hergeholt hast. Genau, Scrap, ja. Als ob da nicht genug Geld ist. Ich glaube, Scrapyard ist eines der bestbestücktesten ATMs überhaupt. Ja, die Leute vom Scrapyard sind bestens bestückt, da hast du recht. Ich enthalte mich, glaube ich. Weiß ich nicht. Welchen Durchmesser hat denn der Staubsauger? Wieso? Das sind Dinge, über die ich mir nie Gedanken machen wollte. Danke, jetzt habe ich Bilder im Kopf. Ja. Das Wichtigste bei solchen Kommentaren ist, dass das so weit weg ist, dass man drüber nachdenken muss und dann bilden sich die Bilder von alleine. Aha. Durchmesser? Gut bestückt, Durchmesser? Verstehe ich. Und dann ich sehe Frankies Penis vor meinem inneren Auge. Ja, so ist das. Wenn Frankie und Penis bitte nicht in einem Satz, das ist noch schlimmer. Okay. Wir wollten Geld umparken auf ein mobiles ATM beim Theater, was aber noch nicht existiert. Ist noch nicht aufgebaut. Damit morgen bei der Premiere alle ihre Kohle kriegen. Ich habe schon wieder Hunger. Du musst ordentlich essen. Nicht nur den kleinen Scheiß. Das sind nur Snacks, die wir im Kühlschrank haben. Du musst auch mal essen gehen. Wo willst du denn essen gehen? Weiß ich nicht. Ja, siehst du? Hannis hat noch nicht auf. Wir kriegen noch nicht den geilen Scheiß. Ich habe noch Pizza im Kühlschrank, die ich geholt habe, als du dann. Nicht hua, das ist Fun. Fährst du auch kein Achterbahn? Nein. Du weißt, dass mir beim Autofahren schlecht wird. Glaubst du, ich setze mich in eine Achterbahn? Hätte auch sein können. Nein. Denk an den Beutel. Na, abschließen. Das Wertvollste steht jetzt gerade draußen. Hä? Naja, du kannst dein Auto abschließen, aber ich glaube, das Vermögen trägst du gerade mit dir das rum. Das ist exakt so viel, wie der Wagen wert ist. Ich stehe schmiere. Aus versicherungstechnischen Gründen. So, ich fütter den jetzt. Mhm. Scheinchen für Scheinchen.
Mensch, noch ein Scheinchen. Der frisst aber ordentlich. Pass auf, dass er keine Verstopfung kriegt. Meinst du? Nimm das. Das da auch noch rein. Ja, das sieht gut aus. Nicht nachtreten. Nein, ich stopfe. Mhm. Ah, fach, so voll ist das da ja ernst. So, hat er genommen. Sarah hat sich gestern entschuldigt, dass sie vergessen hat, mich zurückzurufen. Sie hat mich vorgestern mit den Worten, ich rufe dich gleich zurück, weggedrückt. Und dann hat sie sich nie wieder gemeldet. Und gestern ist es ihr eingefallen. Okay. Ich habe ein bisschen über Silberspray recherchiert. Angeblich Silberspray? Ist das in jedem Desinfektionsmittel ist auch ein Silberanteil enthalten. Aber kannst du den Leuten ja nicht erzählen. Glaubt dir ja keiner. Dazu müssten sie hinten die Packungsbeilage lesen. Ach, von dem Desinfektionsspray. Das geht. Pass auf, also ich weiß ja, um wen es geht. Also um welche Gruppierung. Für die zählt als valides Argument, damit etwas wahr ist, dass sie das mal in der Doku gesehen haben. Wenn okay. du also sagst, ich habe das mit dem Silberspray mal in der Doku gesehen, dann ist das für die quasi Gesetz. Okay. Ansonsten hatte Sarah auch noch den Gedanken Spiegel. Dann habe ich gesagt, naja, es sind Werwölfe, es sind keine Vampire. Sie meinte aber, in Spiegeln ist immer ein Anteil Silber enthalten auf der Rückseite. Das heißt, Spiegel müssen auch gegen Werwölfe helfen. Aber ich weiß nicht, ob ich Ihnen das glaubhaft verklickern kann. Wenn du das in der Doku gesehen hast. Okay. Also ich muss auf jeden Fall irgendeine Doku geguckt haben, damit das valide ist. Du hast eine Doku geguckt. Okay. Ich weiß nur nicht mehr, wie die heißt und wie der Typ hieß, aber das war so einer mit einer Brille und einem Bart. The Silver Within, genau. Von Jonathan Frakes. Ja, wenn es dir gesagt hat, muss es stimmen. Ja, oder eine Lüge sein. Das sehen wir aber erst die nach Wahrheit der Werbepause. Liegt irgendwo dazwischen. Vielleicht wurde uns auch ein Bär aufgebunden. Oder ein Werwolf. Man muss sie mögen. Es fiel mir gestern nur wieder ein, weil der Mond immer weiter zunimmt. Heute müsste er eigentlich voll sein. Aber hat Swift Shop mittlerweile ganz Zeit offen? Ich hatte gestern ganz viele Anrufe, als ich aufgestanden bin. Und habe mich gewundert, warum plötzlich so viele Leute auf dem Scrapyard anrufen. Und ich weiß hundertprozentig, dass ich mich vorgestern ausgelockt habe, dass ich den Scrapyard auch zugemacht habe und uns auf telefonisch erreichbar gesetzt habe. Und gestern wir waren verfügbar. Also irgendwas hat anscheinend nach dem Montag oder Dienstag mit dem RDP nicht gestimmt. Da hat Venture ja so ein bisschen gehangen, vielleicht hat es Schluck aufgehabt. Weil ich weiß es ganz sicher. 19 bis 21 Uhr gestern, ja. Ich weiß es halt ganz sicher, dass ich da nochmal nachgeguckt habe auch. Boah, also das Casa sich nicht beschwert. Ja, dann rufe ich an und sage, ihr seid auch nie erreichbar, wenn ich euch brauche. Swipesy, postet wie bescheuert, irgendwas mit Alemonia. Ja, ihr könnt ja auch mal an die Künstler. Ich habe die Nummer bei Venture eingegeben. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist wirklich unter Alemonia... Irgendwas. Jetzt wird es ernst oder sowas. Warte, 9415. Warum kann ich mir das merken? Ich kann mir nie eine Telefonnummer merken. Last Call. Jetzt noch bewerben, bevor es zu spät ist. Und Update zu den Ticketanmeldungen. 9415. Das sind super viele Sachen, die da kommen. Ja, aber das sind die ersten beiden, die ich da finde. Und ich weiß nicht warum. 9415, Tickets jetzt bei Paradise. Telefonnummer 9415. Wo steht das? Bei einem der Day-Red-Tour-Dinger. Oh nein, die werden mich... Singer-Songwriter okay, es ist also Paradise. Tour. Ja, das Mensch. Ist Paradise, ja. Gut, das heißt, auch wenn die sich jetzt ein heute... ein tolles Event, dann rufen sie uns an. Okay. 9415. Also es ist Paradise. Wir gratulieren Happy zum Monster-Truck-Event. Ach, das... Mensch. Stimmt, da war ja was. Das ist bald wieder. Wir müssen ihn kriegen, damit wir wieder Monster-Trucks kriegen. Bald wieder ist gut. Das sind noch 4 Monate. Exakt. Ja, aber die brauchen auch Zeit zum Planen. Ja, wir werden im März, also ich weiß ja, das Varieté muss ich nicht so früh anfangen. Ich hole mir mal was zu essen. Ich habe immer noch Pizza im Kühlschrank übrigens, aber nicht hier.
Ich wollte nicht, dass die anderen die mit... Das ist nicht hilfreich. Ja, aber ich wollte nicht, dass die uns die wegessen. Wir wollten die oben auf... Ja, so wird sie kalt. Also das sie ist jetzt kalt. Aber ich wollte die oben mit dir abends auf dem Container essen. Und dann wurde es sehr lang bei dir. Das wird diese Woche nicht mehr passieren, genau. Dann hole ich demnächst nochmal Pizza. Und keine Brownies. Immer wenn ich Ruhe haben will. Werde ich wohl gleich mal offstream müssen. Ich hab Bock. Hätte ich ja auch was mitbringen müssen? Frag nur. Hätte ich dir auch was mitbringen müssen? Sollen? Können. Frag noch. Okay. Nö, ich bin versorgt. Okay. Boah, jetzt noch ein Schläfchen. Bevor du dann wieder mit Kanada telefonierst. Ups. Was ist denn jetzt los? Ah, alles okay. Was? Ach, vergiss es. Ich hab das Paper nicht rausbekommen. Was für ein Paper? Das Paper. Das ist aber früh. Oh, man kann auch mal zwischendurch. Also ich habe meinen Grinder jetzt zu Hause. Und meine Papers. Und alles. Ich baue auch erstmal für morgen Sicherheitshalber. Du stehst nicht breit auf der Bühne morgen. Taylor wird dich töten. Deinen Text vergisst du. Aftershow-Party. 1,5 Stunden geht das, hast du gesagt? Mhm, also erste Schätzung. Uff. Ja, dann brauche ich definitiv was zu essen. Ja. Und ich ein paar Energy. Wenn ich schon 4 Stunden vorher anfange. Was ein Spaß. Irgendwas habe ich noch vergessen, dir zu erzählen, aber ich weiß nicht mehr was. Achso, das Gordo. Du hast sehr wenig SMS geschrieben. Ja, ich weiß. Gordo hast du mir gestern erzählt. Gordo habe ich dir gestern erzählt, dass ich den runtergefahren habe. Als ob das der einzige Obdachlose in der Stadt ist. Aber irgendwie ist es der prominenteste. Wichtig, dass wir prominente Obdachlose haben. Ja. Das ist das, was der Stadt noch gefehlt hat. Ja, und alle profilieren sich mit ihm. Ich finde das irgendwie eklig. Ich kann ja nett zu ihm sein, aber ich muss mich doch nicht ständig mit ihm ablichten lassen. So, wen... Achso, ich wollte wegen dem Club gucken. Bestellungen? Nein, nicht Bestellungen. Club. Ach, das ist dieser Jeff? Ja, Jeffrey. Jeff, ich heiße Jeff. Bordeaux. Bordeaux, hat er gesagt. Aber da würde für mich ein U fehlen, wenn das Bordeaux hieß. Das ist fast wie ein Rotwein. Jemanden, der super ähnlich heißt. Er heißt fast wie ein Rotwein. Aber ich nehme den lieblich. Ich nehme den trocken, weil lieblich bin ich selbst. Und dazu ein Stück Kuchen. Welchen Tag empfiehlst du? Wie, welchen Tag empfehle ich? Was, wir? Freitag oder Samstag, was empfehle ich denn? Für wen? Leila. Okay. Rastet sie dann aus, wenn sie sich mit anderen Frauen auf der Bühne sieht? Ich frag nur. Ja, sie ist ja extrem anhänglich geworden seit, Also sie ist schon extrem anhänglich geworden, seit ihr nicht mehr zusammen seid. Ihr verkauft einer eine Wolfsbane für 2500. Apropos Wolfsbane. Ja.
Ich wollte sie holen, aber. Oder holen lassen, aber Bennys ist noch nicht da. Und gestern Abend habe ich nicht mehr angerufen, weil mir das zu spät war. Okay. Okay. Ja, weil wir verstecken die bis Sonntag. Ja, ich habe den Schlüssel ja versteckt. Sehr gut. Und die Wolfsbane würde ich hinten einfach zum Klappstellen von Raven. Nee. Ich schieb die mal zwischen die Wracks. Ich kann sie auch, weil es ist Eric, der hat sowieso Zugang hinter das große Tor. Nein? Nee, der soll die ja nicht sehen. Und wenn der Ravens Auto abholt, sieht der sie. Ach, er soll sie nicht. Er soll sie auch nicht sehen, obwohl es seine ist. Nein, er soll sie auch nicht sehen. Warum? Nee, das wird eine Überraschung, dass sie jetzt schon da ist. Ach so. Ja, gut. Ich bin gerade vorm ATM. Tja. Was? Du hast eine Nachricht vom ATM? Eine Karte. Ach so. Nein, der ATM antwortet mir nicht. Wann kommt sie denn jetzt? Freitag oder Samstag? Alice fragt. Ich will nicht, dass sie meine Plus 1 wird. Es könnte merkwürdig sein. Ich hab mal gesagt, dass du gerne mit ihr, dass du gerne mit ihr hinwollen würdest. Aha, klar. Frage ich sie vielleicht die ganze Zeit, warum sie so scheiße zu dir war, als ihr zusammen wart und jetzt so nett zu dir ist. Braucht sie das irgendwie? Ja, scheiße, ja, sie will auch Freitag. Was? Sie will auch Freitag. Ja, Sarah ist auch Freitag da. Mensch, das wird ein lustiger Mädelsabend. Das ist genau mein Ding. Nein, ich schreibe jetzt nicht, Mensch, das wird ein lustiger Mädelsabend. Nein, bitte nicht. Oh, Das ist so ungefähr, als wenn du dich jetzt mit Fruit treffen würdest, weil ich irgendwas mache. Es würde auch total entspannt rüberkommen. Ihr würdet euch super gut verstehen. Es würde überhaupt keine Grundaggression in der... Was? Fruit ghostet dich und verarscht dich und Layla... Hat dich die ganze Zeit verarscht? Was? Hä? Wohnt sie? Wieso verarscht er mich? Ach komm. Wie ach komm? Man meldet sich einmal im Monat und dann hält man nicht eine lange Leine. Er hat sich nicht einmal im Monat gemeldet. Zuletzt hat er sich gemeldet. Es war bestimmt Sonntag. Nee, warte. Man sieht sich Montag. Einmal im Monat? Montag hat er sich, glaube ich, zuletzt gemeldet. Und es ist aktuell gefährlich. Layla meldet sich täglich. Die war ja auch noch nicht mit dir im Bett. Die arbeitet vielleicht noch drauf zu. Nicht für ihn. Ich kläre das irgendwann. Vielleicht. Mit Hühnersuppe und so. Hm? Mit Hühnersuppe und so. Wieso denn mit Hühnersuppe? Weiß nicht. Dann hat er sich bestimmt gerade verletzt und braucht Hühnersuppe. Braucht keine Hühnersuppe. Wann gehen wir eigentlich ins Highlife? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich sehe gerade die Preise. Was? Ich bin gerade auf Venturegram. Ich sehe gerade die Preise. Ach so. Vielleicht nicht mehr vor. Nee, jetzt. Besser nicht. Also wird auch eng, weil wäre dann jetzt. Da hat jemand sein Auto fotografiert. Mein Profilbild in der Total. Aha. Seabreeze, da muss ich auch noch rein. Seabreeze? Den Preis habe ich gesehen. Preise tiefer gelegt. 10% bei ACLS. Ja, aber ich mag euch nicht. ACLS? Ich bin runter, die mega unsympathisch. Was ist das denn? All for you. Wer nicht zufrieden ist mit dem, was er hat, der wäre auch nicht zufrieden mit dem, was er haben möchte. Uff. Schwierig. So kalt wie meine aktuelle Gefühlswelt. Ich weiß schon, warum ich nicht auf Venturegram rumhänge. Das ist ja gruselig.
Morgen ist in Sallys erste russische Nacht. Ja, ich weiß, wer nicht hingeht. Ja, sehr viele Menschen. Wie viele Karten habt ihr? 65? Oh, Abend, ja. Aha. Ach ja. Heute ist komisches Wetter. Ja, ein bisschen. Ich hoffe nicht, dass es morgen regnet. Dann höre ich einen Darsteller besonders laut jammern. Ja. Mhm. Taylor, weil ihm ein Schauspieler fehlt. Der nicht auf die Bühne geht, weil es regnet und er nass werden könnte. Fühl ich. Ich frage mich, ob heute noch jemand zum Arbeiten kommt. Also, außer uns. Mir. Martu? Ja, Toni hatte sich für heute jedenfalls abgemeldet. Aber heute ist Donnerstag. Das hat er ja vorher schon gesagt. Wo hattest du dich, wo hattest du vorher, dass er nicht mehr beim FD ist? Genau, das hat er mir gestern gesagt. Der war gestern hier auf dem Hof und sagte ich, naja, wir haben halt keine Fahrzeuge und Cypress hatte sich auch noch nicht gemeldet. Und dann meinte er, ja, aber er hätte jetzt viel mehr Zeit wieder zu schrauben, weil er hat das mit dem FT beendet. Er wird da nicht anfangen. Hm. Weiß ich nicht, ob ich es gut oder schlecht finde. Also natürlich ist ein Firefighter mehr gut für unser Land. Aha. Aber, ja. Tja. Doch praktisch, wenn wir jemanden haben. Das ist jetzt halt die Frage, was mit dem ist, den Happy hier gerne gesehen hätte, ne? Ach, Happy hätte gerne jeden gesehen. Wenn ein vorbeigelaufenes Hündchen kommt, würde er das auch einstellen. Nee, das muss schon gefährlich aussehen. Also, Gas redet mir zu viel. Ja. Und bei Jaden, von mir aus. Ja, aber dazu müssten wir Arbeit haben. Wenn wir jetzt wieder Leute haben, die alles alleine machen, dann haben wir beide keine Arbeit mehr. Naja, ich habe seit Wochen nichts mehr von Tobi gehört. Frankie verschwindet. Tja, oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was mit Frankie ist. Ja, und wir reden jetzt nicht von Staubsaugern. Zwei Fragezeichen-Kandidaten, aber wenn die zwei Fragezeichen-Kandidaten zu Ausrufezeichen weg werden, ist klar, dass, ne? Mhm. Also stellen wir ihn dann doch ein. Gut. Das heißt, wir fragen einfach nächste Woche mal, wenn du wieder ansprechbar bist, ob er noch Interesse hat und ja, vielleicht hat er ja dann auch einen Führerschein. Ich weiß, Happy ist das egal. Hm. Aber wir hatten das als Einstellungsvoraussetzung mal. Stimmt. Naja gut, schrauben kann er ja auch ohne Führerschein. Er darf halt nur auf sich auf keinen, also er kriegt dann keinen Schlüsselzugriff. Er bleibt so lange Praktikant, bis er Führerschein hat. Es sei denn, Happy kriegt's mit. Dann kriegt er... Er hat von Happy schon einen Schlüssel in die Hand gedrückt bekommen. Von einem Fahrzeug, was auf ihn läuft. Warte. Hm? Brauchst du so einen Zettel, damit das Ding anspringt oder nicht? Es wäre jetzt schon irgendwie lustig, wenn Happy morgen mitkommen würde. Naja, vielleicht auch nicht. Ja, was jetzt ein Ding ist, da anderthalb Stunden auch noch still zu sitzen und sich das anzuhören. Nee, aber wir würden es wahrscheinlich kommentieren, aus der hinteren Reihe. Ziemlich laut. Ja. Und zwar jede Szene und jeden Satz. Ich habe alle Mikrofone mitgenommen. Wobei, nein, das Handmikro ist noch hier. Was? Du hast die Mikros mitgenommen? Das Handmikro ist... Ja, natürlich. Ah, okay. Ich krieg noch Geld von dir. Du kriegst Geld von mir? Ja, den Pullover hat mir Aphrodonis jetzt nicht geschenkt. Welcher Pullover? Ach so. Den Rollkragenpullover. 100, glaube ich. Ach so. Ja, bitte... Als aus der Portokasse, ja. Großer Künstler ist das ja wohl nebenher gemacht. Wow, toll. Ach, warte, dann kann ich aber auch gleich RDP das Geld überweisen. Du hast ein RDP dafür? Nein. Was du einkaufst? Nein, okay. Aber ich habe von John das Ding noch nicht überwiesen. Also ich habe es nur bei mir aufs Konto eingezahlt.
So. Und schon hat der Scrapyard mir Geld. Ups. Ich könnte mal. Ich setze mich hier heute dauernd auf die Linie. Schieben. Wir haben nur noch 10 auf dem Dings. Wie 10? So ist rausgeglichen. So. Und ich kann mir den Weg für den Gehalt besorgen. Achso, ja. Gut. Speichern. Dann verbuchen wir das noch als bezahlt. Sobald Bennys da ist, ja. Ding sich das. Rufe ich die an, dass die das Red Bike hier noch hochschleppen. Gut, Tony hat es halt gesehen, hatte gefragt und habe ich gesagt, das ist für jemanden. Da haben wir nichts mit zu tun. Der restauriert sich das auch selbst, oder? Der macht das genauso wie Sharky. Ja, das genau. Gut. Der macht das fast genauso wie Sharky. Ich glaube, er macht das wirklich selbst. Apropos, fast genauso wie Sharky. Was ist eigentlich mit Sharky? Von dem habe ich genau, ewig nichts mehr gehört. Auch nicht. Und von seinen Erfolgen auch nicht oder seinen Misserfolgen. Aber hat der noch eine Rechnung bei uns offen? Nee. Nö. Es würde mich einfach nur interessieren, weil am Anfang hat er gesagt, er macht das ganz groß mit Videotagebuch und möchte alles mit einbeziehen und jetzt hört man nichts mehr von ihm. Er hat ja noch gefragt, von wegen, ob ich aufs Bild möchte oder so. Und dann habe ich mich ganz schnell ganz weit weggestellt. Während er gefilmt hat. Also er hat zumindest gefilmt, wie er das Ding hier geholt hat und vom Hof geholt hat. Und danach war vorbei. Da hat er wohl keinen Bock mehr gehabt, genau. Das ist Arbeit. Dann hat er uns super viel machen lassen und seitdem haben wir nichts mehr gehört. Ja. Wahrscheinlich steht das Ding noch immer im selben Zustand bei ihm zu Hause in der Garage und irgendwann verkauft. Stand er nicht neulich bei Bennys? Mein Jahr. Ne? Ich meine schon. Hm. Ja, Mensch. Was hast du? Also Kanada hast du heute vor. Ganz viel Kanada. Ich kanadiere heute. Ich kanadiere gleich. Hm. Ja, ich glaube, ich fahre dann auch nochmal ganz kurz nach Hause. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe den Herd angelassen oder so. Dann solltest du schnell nach Hause kommen, nicht langsam. Ja, ach. Du wohnst in einem Holzhaus. Ja, aber Frankie ist da. Vielleicht kann ich ihn ausräuchern. Frag mal Kowalski, der hat das mit dem Esti versucht. Was? War nicht Kowalski, oder? Natürlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht Kowalski war. Haben mehr als 2 Personen gesagt, also wird es stimmen. Ich hab's Hast du in der Logo gesehen? Ja, Mensch. Ja, dann muss es so sein. Wer schreibt mir denn jetzt? Bestimmt ja Palito Noah Bakery. Oder Dingens. Noah. Warum weißt du das? Weil es immer Noah oder Dingens Fruit sind. Fruit um die Zeit, nein. Oh, ich hab nicht. Was? Ich verstehe seinen Satz nicht. Hat er schon wieder einen Schlag auf den Kopf bekommen? Das überlebt er wahrscheinlich. Geil. Was? Deine Schuhe sind geil. Das sind. Die habe ich von zu Hause mitgebracht, also aus England. Schön grün. Mhm. Schönes Grün. Die hatte ich im. Hatte ich kurz für den Wagen überlegt. Also den anderen. Mhm. Hatte Apropos ich den Wagen. Im Flieger. Was ist denn jetzt mit Mustafa? Geht auch nie ans Telefon. Nie ruft mich einer zurück. Das kenne ich. Was? Ich muss nicht angefressen sein. Deshalb, was? Was? Wer hat ihn angefasst? Die Pflege ist überbewertet. Was? Oh Gott. Ich Deine muss Freundin da drüber. Hat das Handy gefunden? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Sonst würde ich hier nicht mehr sitzen, vermutlich. Obwohl, so schlimm war es nicht. Doch, war gut schon. So, so. Darf Fruit dein Handy finden? Er weiß das.
Ah, so eine Nummer ist. Nee, ich habe ihm geschrieben, dass ja, Noah klar. mir komische SMS schreibt und das ist auch schon länger her. Hat Maximus ja auch schon irgendwie mit eingeschaltet in eure Beziehung? Das, damit Noah wird nichts passieren. Ach so. Nie. Also im Sinne von wirklich nie. Also, nein. Ich hab's nicht so mit Wölfen im Bett oder so. Keine Ahnung. Nee, das gefällt mir auch nicht. Nein. Das wie mit Welpen. Das klingt jetzt auch genauso schlimm. Nein. Ja. Ich glaube, Noah ist mir zu selbstständig oder so. Was? Dim-dum? Warte. Fruit ist unselbstständiger als Noah? Nein, aber Fruit fragt auch mal um Hilfe und Noah fragt nie um Hilfe. Ah. Gut, wenn er bekommen hat, was er will, dann ghostet er mich wieder, aber das wird er irgendwann mal... Das ist auch eine super Eigenschaft, finde ich, ja. Ich verstehe halt nicht, was mit ihm los ist. Ich meine, er war im, bis Dezember, bis er untergetaucht ist, war er nicht so. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß absolut nicht, was passiert. Szenarien, ne? Ja, der Schlag auf Lobotomie den Kopf. Wäre eins davon, genau. Ja. Er ist halt komplett anders. Ich weiß nicht, warum. Immer noch die russische Nacht. Winterschlussverkauf im Tricks, im Thrift Shop. Kleidungssuche, neues Zimmer. Ich habe gelesen, dass das da stand. Oh, okay. Ich kann dir nichts Neues mehr erzählen. Das ist richtig. Jetzt bin ich mal wieder up to date. Also, außer in den letzten 5 Tagen stand irgendwas auf Venture, was relevant war. Das habe ich vielleicht dann auch nicht gesehen. Ich arbeite nicht mehr im Flower Shop. Ich fand die Hexe überhaupt nicht so gruselig. Ihr habt alle gesagt, die wäre total unheimlich und total abgefahren und ich fand die voll normal. Nein, die ist nicht voll gruselig und abgefahren. Die war wie? Voll. Also die ist ein ganz, ganz optisch, also finde sie ganz ansprechend. Und sie behauptet, sie ist eine Hexe, das ist ein bisschen lala, aber hey, gibt auch Leute, die lesen Horoskop. Hey. Es gibt auch Leute, die tragen bunte Hawaii-Hemden, jeden Tag ein anderes. Für jeden Tag des Monats ein anderes. Keins richtig. Zweimal im Monat, außer man hat es doppelt gekauft, weil einen Betas verarscht hat. Kannst ja beim Stück drüber reden. Die Chefin von Betas ist auch da. Wo? Genau? Aber vor der Bühne irgendwo. Vor der Bühne, okay. Woher weißt du das? Gästeliste. Ach so, du hast die Gästeliste. Nein. Hä? Aber es steht da drauf. Okay, ich frag nicht weiter. Ich darf hier nichts spoilern, wurde mir gesagt. Nein. Darfst du auch nicht. Ab morgen können wir wieder über alles reden, aber bis morgen möchte ich, dass du das bitte als Geheimnis für dich bewahrst. Mhm. Bis in den Tod, falls ich vorher sterbe. Und schreib ein Testament und spoiler mich da drin. Ist mir egal. Nee, ist mir jetzt zu aufwendig. Herr Pi hat gesagt, wir sollen keine Geheimnisse haben, aber das ist ein Geheimnis, was ich dir erlaube. Ich möchte nicht gespoilert werden. Ich habe es erfolgreich vermieden bisher. Ich weiß nicht, was gesungen wird, außer, doch, ich weiß, was gesungen wird. Ein Lied weiß ich. Das ließ ich nicht vermeiden. Du bist vielleicht jeden Abend nach den Proben hierher gekommen und hast Popular gesungen. Popular. Yep, yep. Wenn das nicht rausgeflogen ist, dann kenne ich zumindest dieses Lied. Mag ich dir nicht. Sehr gut. Das heißt, ich habe Sarah neben mir, die sich freut, weil Maxi auftritt und sie anhimmelt. Nein. Fast, aber nein. Nicht? Gibt es eine Szene? Nee. Sarah wird eher die ganze Zeit zähneknirschend da stehen, glaube ich. Oh. Da möchte ich auch nicht neben ihr stehen. Das
Es wird alles schwierig. Leda schreibt gerade, dass sie versucht, ganz vorne einen Platz zu bekommen. Ich habe ja schon mal gesagt, dass das nicht empfehlenswert ist. Das kann ich dir auch schon sagen. Es ist nicht empfehlenswert, ganz vorne an der Bühne zu stehen. Wieso? Spuckt ihr das runter? Das kann ich dir nicht sagen, aber es ist einfach nicht empfehlenswert. Ihr stürzt. Für deinen Genuss des Stücks ist es nicht empfehlenswert, nah dran zu stehen. Es gibt Drehbühne, der Zuschauerbereich, um dir zu erklären, wo du am besten stehst. Mhm. Ne? Pass auf, da ist so ein... Also, genau, hier ist der Sitzbereich, hier ist die Bühne. Mhm. Ach nee, wir nehmen den kompletten Bereich. Die ist nicht rund. Die Bank ist die Bühne. Mhm. Okay. So, dann gibt es hier vor... Ganz gerade bis zum Rand der Bühne kann man stehen. Es sind noch ein paar einzelne Stehtische. Ja. Und dann gibt es hier einen halbrunden Bogen, der so rumgeht. Ja. Es macht am meisten Sinn, sich an diesem Bogen relativ mittig aufzuhalten. Okay. So allein aus Akustik, Optik und sonstigen Gründen. Mhm. Okay. Versuch's mir zu merken. Gerade für Leute deiner Körpergröße ist das sehr zu empfehlen. Na toll, danke. Vielleicht ziehe ich mir das einfach meine hohen Schuhe an. Ja, ich dachte, das wäre so ein Ding wie bei dieser Rocky Horror Show. Ihr werft mit komischen Dingen um euch, wir werden nachher alle nass und verklebt mit Reis. Ich darf nicht ins Publikum springen. Kein Stage Diving? Ist langweilig. Nein. Er hat gesagt, Samstag kann ich machen, was ich will, am Ende des Stücks. Aber Freitag ist verboten. Ja, und wenn der Jeff runterwirft, dann wirft sich Sarah unter ihn. Schützen. Ja. Und dann tötet sie ihn. In der Reihenfolge. Ja. Also erst fängt sie ihn und dann tötet sie ihn. Oder euch. Sehr wahrscheinlich. Sehr, sehr wahrscheinlich. Nee, wenn, ist er ja freiwillig gesprungen. Wir schubsen ja niemanden. Das sagt ihr immer. Ich habe Frankie auch nie ins Wasser geschubst. Der ist immer freiwillig reingefallen. Beim Angeln. Die Autos werden auch immer abgefahren. Ne? Was ist denn jetzt? Was für ein Auto? Der Pfister Neon. Den hatte ich. Pfister. Ist auch ein schwieriger Name. Genau. Und den hatte ich Sarah empfohlen. Wo siehst du das als denn jetzt? Sportlichen Viertürer. K-App. Ach so. Ich bin bei der Bakery. Der hatte ja eben gesagt, er hat überlegt, den Fagaloa für die Bakery. Ich bin da dieses E-Auto gefahren. Das klingt wie ein Handrührgerät. Du weißt nicht mal, ob es an ist. Es ist ganz, ganz furchtbar. Okay, falls wir ein Firmenboot kaufen, weiß ich jetzt schon, was ich happy haben möchte. Wie dein Nachname? Der Shih Tzu Predator. Ach so, ja. Ja, jetzt weiß ich, wie es mir mit Corona ging. Aber du hast doch jetzt genug Autos, oder nicht? Cool Beans hat auf. Trix Empire hat auf. Sie wachen alle auf. Mountain Hand Style hat auf. Oh, ich wüsste ja auch, welches Boot ich nehmen würde. Jetzt guckst du nach Booten. Man muss ja auch mal ein bisschen, ne? Mir hat irgendjemand gesagt, dass es nichts Unnützeres ans Fahrzeug gibt ich als erinnere ein Boot, mich ans weil Wichteln. Man das eigentlich nicht braucht. Ich dachte, ja, da hat er recht, das will ich haben. Dabei hast du die Nussschale schon. Ich erinnere mich an den lustigen Abend, als du mehrfach ins Wasser bist, um sie wieder zu festzumachen. Guck mal bei Boote in der K-App, Drive-By. Moment. Warum haben die Farben gewechselt? Drive-By war immer grün, jetzt ist es schwarz. Wo ist denn Boote? Echt? War das nicht immer schwarz? Mm-mm. Okay. Geh mal auf Boote, genau. Und dann auf die Lampadati. Boot ist bei B. Buckingham Angelboot. So. Was? Lampadati. Also durchschalten am besten. Dann findest du irgendwo Sea Lampadati. Ray 650. Ja, die ist schick. Und jetzt geh einen weiter. Die heißt Fly. Ah, ja. Du weißt, wer sich die kaufen wird wahrscheinlich oder da ständig drauf sitzen wird. Die darf sich nicht auf die Firma zu lassen, ist richtig. Ja. Aber das sieht doch mal nach einem anständigen
Was hat die denn für einen Spoiler? Also, das ist kein Spoiler, das ist ein Dach. Also für mich sieht das aus wie ein Spoiler. Den Spoiler. So. Aber ich habe gesagt, er hätte gerne was Offshore-taugliches und das sieht ja nach Offshore-tauglich aus. Warum will er denn was Offshore-taugliches? Keine Ahnung, was er damit auf dem Alamo will, aber... Muss ich brechen. Speeder Modern und Speeder unterscheiden sich nur durch die Farbgebung, oder? Kann sein. Ich hatte mir auch irgendwo schon irgendeins aufgeschrieben. Wo ist denn mein... Hast du auch die Preise von den Dingern? Oh, ja, hier. Ja, von die Suntrap und die Tropic. Dafür habe ich Preise. Lampadati Toro. Ganz viel Holz. Naja, nee, ganz viel Holz gibt es nicht. Du bist ja nur noch am Lasieren. Toro Modern. Modern? Mhm. Es ist auch Holz, aber andersfarbiges. Nee, Tropic oder Suntrap. Hm. Wobei Tropic wahrscheinlich. Huch. Ist die Tropic da drin? Dann könnte ich mir eben mal angucken. Rocco hat mich übrigens auch versetzt. Er ist seitdem nicht wieder da gewesen, um sein Auto reinigen zu lassen. Ist das der Bestatter, der angerufen hat? Nein, Rocco ruft mich nicht unter einer 9415 an. Weil die vorne so einen Sitzbereich hat. Aber die Tropic ist die Suntrap ein echtes Boot, finde ich. Hatte ich dir schon gesagt, dass ich bei den Rangern angerufen habe? Was sollst du denn bei den Rangern? Ich wollte wissen, welches potenziell giftig tödliche Tier hier im Gebüsch rumlaufen könnte. Klapperschlange. Nein, die Schlangen, die hier sind, die sind völlig harmlos. Ganz harmlos. Was? Hm? Haben die Ranger gesagt. Das ist ein Gerücht. Und Klapperschlangen wären auch nicht so, also die würden ja vorwarnen. Und die Skorpione, wenn man festes Schuhwerk trägt, dann kommen die nicht durch. Ah, okay, das harmlos, alles klar, ja. Wenn du eine siehst, erschieß sie. ich hab nichts zum Schießen. Und wenn du mir einen Schlagring besorgst, ist es auch gefährlich. Würde ich jetzt auch nicht schaffen. Prinzipiell ja, die haben recht. Die Klapperschlange sagt dir vorher Bescheid, dass sie da ist, damit du dir eine Kugel in den Kopf jagen kannst. Ja. Das ist wie das übliche Problem, was wir kennen von du brauchst kein Messer. Mhm. Ne? Also ein Schlagring ist eine Option für Klapperschlange nicht übrigens. Aber ein Messer ist keine Option, weil so nah willst du nicht ran an die Viecher. Und das gilt sowohl für, was weiß ich, Mayhem. Oh, die 9415 ruft an. John. Alice Littlewood. Ja, hallöchen, hier ist das Alamonia-Team. Hallo. Hallo Frau Littlewood, wir hatten Sie angerufen, Sie haben uns zurückgerufen, jetzt haben wir es endlich geschafft. Ja. Hallöchen. Hallo. Eine Frage, haben Sie unseren Post von vor ein paar Tagen gelesen, bezüglich der Ticketinformation? Dass alle angerufen werden jetzt. Genau, perfekt, das ist der Anruf. Mhm. Sie sind in der Gruppe, in der Mailgruppe drin gewesen mit dem Herrn Belleville, ist das so korrekt? So ist es, der sitzt auch gerade neben mir. Sehr schön. Haben Sie sich die Post durchgelesen und wissen schon, was wir Sie abfragen wollen? Moment, ich habe es nicht mehr im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, also, ja, ist kein Problem, können wir so machen. Also, zum einen möchte ich gerne wissen, was Sie sich für ein Ticket wünschen. Wir wollen nur wissen, wir haben Freitag. Ja die Tagestickets für Freitag. Ein Tagesticket für Freitag. Ein Tagesticket für Freitag, perfekt. So, dann trage ich das mal schnell ein und das ist für Sie beide, ne? Genau, jeweils eins. Gut, dann hat sich das mit der Unterkunft ja auch schon geklärt, genau. Weil Sie haben ja nur ein Tagesticket. Wir wohnen hier perfekt. Eh vor Ort. Perfekt. Dann nur nochmal zur Information. Das ist, wie gesagt, keine Ticketzusage. Die Ticketzusage wird wahrscheinlich per SMS kommen. Da wird dann drinne stehen, was Sie für ein Ticket bekommen. Okay. Bitte halten Sie auf Venture Life. Haben wir ein Hashtag, Alamonia 2023. Mhm. Halten Sie da mal bitte Ausschau, gucken Sie immer mal wieder drauf, weil Informationen, wenn sich irgendwas ändert, irgendwelche Sachen rauskommen, kommen über diesen Hashtag. Ist, posten wir das, genau. Okay. Damit, weil das ist die einfachste Art für uns zu kommunizieren. Ne? Ja. Ich bräuchte nur noch mal zur Abgleichung die Telefonnummer von dem Herrn Belleville, dass die stimmt, damit Moment. Hier kein Fehler im System drin ist. Ja, ich guck gerade mal. Oh. Mhm.
kann sich nur um Stunden handeln. Alles gut. Warum telefoniere ich denn so? Ah, toll. Da kann ich sie nicht sehen. Da. Die 555578367. Mhm. Ja. Perfekt, ist korrekt so drin. Sehr schön. Dann haben wir das. Bedanke ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, danke schön, ebenso. Danke, tschüss. Es ist keine Zusage, Sie wollten das einfach nur wissen. Wenn wir eine Zusage bekommen, bekommen wir sie per SMS. Wir sollen das aber auch dezent kompliziert. Ja, und wir sollen den Hashtag Alamonia2023 im Auge behalten auf Venture. Ja, da klar, alle diese Klicks zählen, damit Kohle verdienen, ich kenne das. Weil da alle neuen Infos gepostet werden. Ich dachte, Mensch, das wäre jetzt unsere Zusage. Sie wollte aber einfach nur noch wissen, für welchen Tag wir die Tickets wollen. Ruft die mich jetzt auch noch an? Nein, weil du ja neben mir sitzt. Ah, das ist ja praktisch. Das war nicht Lani. Lani wäre süß gewesen. Das ist natürlich enttäuschend, dann würde ich gar nicht anrufen. Ja. Lani wäre voll süß gewesen. Hat Lani mit deiner Karre angemeldet? Ja, ne? Schade. Lani hat ihre Karre angemeldet, ja. Warte, ich bin Künstler, ich könnte da tanzen. Bei Alamonia? Du darfst da nicht tanzen. Warum nicht? Ist er denn, du nimmst Taylor mit? Ich habe einen Knebelvertrag. Du hast einen Knebelvertrag. Ist er denn, du sagst, dieser Tanz wird ihnen präsentiert vom Scrapyard? Nee. Dann darfst du. Taylor hat mir in einem Nebensatz gesagt, dass das Varieté auch vielleicht beruflich da ist. Das Varieté? Das heißt, du bist wieder beschäftigt. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ja, es wird nicht ruhig für dich. Wir haben immer noch kein Bier getrunken. Und es ist schon 6:30. Es ist schon fucking 6:30, sag das doch. Oh, entschuldige. Es ist 6:30. Ich mache einen Abflug. Guck nach dem Herd, ich mache hier einmal kurz zu. Guck du mal nach dem Herd. Was? Aber wir haben ja drin keinen Herd. Nein, ich wollte auch nur zumachen, weil ich nach Hause fahre. Weißt du, was mir gefallen würde? Jetzt kommt's. Wenn wir einfach die komplette Front aus dem Trailer rausflexen. Und dann? Und das Klo nehmen wir raus, da kommt ein Stuhl rein. Mhm. Und dann haben wir so eine überdachte... Hast du auf der Hintenseite so eine offene Küche, so ein Barbecue-Ort. Dann können wir Barbecues auf dem Scrapyard machen? Nein, machen wir nicht. Also nicht größer als 4 bis 5 Personen. Das sind alle Mitarbeiter. Korrekt. Wir können nicht einladen, weil... Ja, das merkt man, dass du Menschen hast. Du bist im Varieté, mit wie vielen Menschen hast du da zu tun? Gar nicht so viel. Du hast dein Flamingo-Hemd an. Ach, das ist dir jetzt aufgefallen. Ich habe gesehen, dass es pink ist, aber jetzt, wo du mir den Rücken zugedreht hast, habe ich auch gesehen, dass das die Flamingos sind. Heute ist der Flamingo-Tag. Ja. Das ist aus irgendeinem Grund der Flamingo-Tag. Wow. Ich würde zusammenfassend sagen, das Thema Kiki ist ja jetzt nur noch eine Fanbeziehung. Mhm. Fan, nicht fern. Und dementsprechend hat das Hemd jetzt auch keine besondere Bewandtnis. Aha. Okay. Schade eigentlich. Ja, aber wie das halt so immer ist, wenn wir euch versuchen zu verkuppeln. Wegen Kiki oder wegen dem Hemd? Achso, beides. Ja, ja, das machen wir einfach nie wieder, ne? Danke. Ja, Kiki, Layla. Hatten wir den falschen Riecher. Aber du auch. Ich gehe einfach ins Unicorn und gut ist. Da hat mich Happy damals mit Gigi und Kinky verkuppelt. Das war schon gut. Die kenne ich beide nicht. Doch, Kinky kenne ich, glaube ich, noch. Ja. Gut. Wenn du heimfährst, fahre ich auch kurz heim. Aber nicht in mein Heim. Nein. Das haben wir schon geklärt. Heim. Ja. Gut. Ich habe auch ein eigenes Auto. Dann sehen wir uns morgen auf der Bühne. Also du mich, ich dich nicht. Soll ich dir Blumen hinwerfen? Macht bitte man das nicht so nach Premieren? Ich mag keine Blumen. Gib sie Taylor. Besser nicht. Aber nicht Flystyle, ne? Also nicht mit, hier sind Naken, du Pissnake. Nein, Fly kommt nicht mit. Ich bin ganz harmlos. Gut. Ich werde mich auch nicht verkleiden. Also nicht mehr als nötig. Ich kann halt gar nichts sagen, weil du gar nichts hören willst. Deswegen mache ich mir so auf den Weg. Hals- und Beinbruch, aber nicht so. Ah. Ich muss ganz dringend mal aufladen. Und hier was klären.
Es tut mir leid, dass ich gerade sehr ruhig bin und nicht besonders gut drauf. Aber wenn man die Dinge hört, sollte man vielleicht mal offline gehen. Ich hoffe, dass ich nachher noch online komme. Meine Laune ist gerade auf den Gefrierpunkt angekommen. Durstatze. Aber es läuft erstaunlich stabil und ich hoffe, vom Ton her ist es jetzt auch besser geworden. Ups. Jetzt werde ich diesen wunderschönen Sonnenuntergang wahrscheinlich hier in der Wüste verpassen. Ich hoffe, dass ich gegen 8 einfach wieder reinkomme. Und hoffentlich nicht total verstört. Ups, nicht springen. Und dann muss ich nochmal gucken wegen dem Trinkgeld von den Azubis. Ah, kein Sprit mehr. Gut, das heißt erstmal tanken. Autos, mit denen ich schnell von A nach B muss, müssen vollgetankt sein. Und ich muss Verbandskästen holen. Ich weiß nicht wie viele, aber ich weiß, dass mindestens einer abgelaufen ist. Und vielleicht schicke ich sie heute Abend dann doch noch zum Friseur. Werde ich wahrscheinlich sowieso nicht schlafen. Es ist ein Albtraum. So, einmal tanken. Der Reifen. Ich muss tatsächlich mal gucken, weil gestern ist es mindestens $100, also müsste mindestens jeder 50 kriegen. Ah, sehr schön, weil ich war irgendwie die ganze Zeit immer zu leise und ich habe jetzt einfach nochmal einen Filter drüber gelegt mit Audioverstärkung und hoffe, dass es passt und dass auch das Verhältnis passt zu anderen und anderem Ton und mir. Und Jinzo, du siehst Streamlabs, ne? Ich habe überhaupt keine Probleme, seit ich Streamlabs nutze. Es ist OBS Studio, was irgendwie absolut Probleme gemacht hat. Und mit gleichen Einstellungen Streamlabs gar nichts mehr. Also keine Abbrüche mehr. Ich habe ab und zu da, wo wahrscheinlich OBS Studio abgekackt wäre, habe ich einen Ruckler. Wenn ich mich mit dem Auto unterwegs bewege, aber ansonsten gar nichts mehr. Ich hatte gegoogelt und irgendwo bin ich drauf gestoßen, ich weiß nicht, ob das bei Reddit war oder so, und da schrieb jemand, dass er unter Windows 11 extreme Probleme hat mit OBS Studio. Aber da ich sonst keine Probleme mit Windows 11 habe, hatte ich keinen Bock zu downgraden wieder. Und dann dachte ich mir, probiere ich es doch einfach mal mit Streamlabs. Und das geht erstaunlicherweise. Einstellungen komplett übernommen und nichts anderes gemacht. Offensichtlich zieht OBS Studio hier oder es hat irgendwie Probleme mit Windows 11. Keine Ahnung. Ich bin ja froh, dass es so geht. Und wenn ich jetzt noch Zeit und Muße habe, mich um Grafik zu kümmern,
was ich nicht habe. Beides nicht. Also weder Zeit noch Muße. Ich hasse das. Ich kann das sowieso nicht. Und dann sieht es halt immer irgendwie scheiße aus. Und hier auch ein vernünftiges Stream-Layout. Ich habe eben immerhin irgendwas mit einer Winkkatze zusammengebastelt. Das musste dann doch irgendwie sein. So. Dann parken wir erstmal ganz kurz zu Hause. Hätte ich das gewusst, hätte ich den Stream ausgelassen. Nachbar ist zu Hause mit seiner Unterbodenbeleuchtung. Die müsste sich eigentlich wirklich die ganze Zeit schon runtergeschabt haben. Bei dieser einen Bodenwelle. So. Zündung, gut. Fahrer. Und abschließen. Ich habe auch eine Flagge. Ja, wenn es läuft, hinterfrage ich hier gar nichts mehr. Ich habe die Dinger noch gar nicht gesehen. Hängt der schon immer da? Warum fällt mir das jetzt erst auf? Und was steht da oben drauf? Oh, born in USA. Ja, das ist ja das perfekte Haus für Alice. Nicht. So. Dann muss ich hier erstmal kurz nach den Rechten sehen. Und zwar nicht nach meinem Herd. Der ist aus. Hoffe ich. Aber ich gucke mal, wo ich euch hin schicken kann. Vielleicht gucke ich nachher nochmal. Aber ich weiß nicht, ob ich dann den Stream noch anschmeiße. Nochmal. So. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Ah, dann schicken wir euch doch mal zu. Zu Shirley. Dann danke ich euch fürs Zugucken und wir sehen uns bestimmt die Tage.